Hallo und herzlich willkommen zurück zu Blur. Jetzt ist gerade meine Aufnahme abgeschmiert. Die ersten paar Sekunden. Diesmal habe ich nie vergessen zu drücken, aber irgendwie hat es auf einmal wieder aufgehört. Meine Festplatte dürfte aber nicht voll sein. Nee, das geht nicht. Die kann ich so schnell volllaufen. Wir müssen drei Autos mit, also dreimal mehrere Autos auf einmal mit Abräumern treffen. Und zwei Autos schocken. Danach dürfen wir schon zu Natalia. Das dürfte eigentlich gar kein großes Problem werden, vermute ich mal. Ah ja, der Fansprint kann es natürlich Pumpe sein. So, wo haben wir denn? Ja, komm her. Sehr schön, Abräumer. Jetzt müssten wir mal wieder zwei Wagen dichter zusammenrücken. Oh ja, guck mal hier. So, wo haben wir denn? Ach, kommt schon ein bisschen mehr näher zusammen, liebe Leute. Sonst wird das nichts. Ja, einer rechts, einer hinten. Aber uns einfach mal zwei. Nice. Okay, diesmal ist auch völlig egal, ob wir gewinnen oder nicht. Ah, guck mal hier. Komm schon, gib mir den Stoß, gib mir den Stoß, gib mir den Stoß. Den Schock, wollte ich sagen. Nein, eben nicht. So, was haben wir denn da vorne? Ist das da links nicht ein Abräumer? Ja. Den nehme ich mir gleich mal. Aua, 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 aua. Ja, erwischt. Abräumtreffer mal zwei. Mir fehlt noch ein Abräumtreffer und zweimal Schocken. Dann war es das auch wieder. Cool, cool. Davon müsste es mal einen Abräumer geben, genau. Nein. Ich muss abbremsen. Ja, sehr schön. Ich habe erst gedacht, der nimmt uns weg. Da war ich zu langsam. Ein bisschen schneller hätte ich reagieren müssen. Dann hätten wir zwei abräumen können mit einmal. Nein. Ja, weg von mir. Ja. Habe ich mir doch gedacht. So, das nehmen wir wieder mal mit. Und hier, nee, das benutze ich mal nicht. Ich fahre mal ganz normal hier einmal rum. Wir brauchen ja schließlich ein paar Leute vor uns. Und mit dem Nitro könnte ich... Ja, ich könnte einfach mal wieder einen Gegner trollen. Wie wäre es mit dem hinter mir? Komm, den trolle ich mal ein bisschen. Guck mal, warte. Warte. Ja, haben wir eine Vollbremse gemacht. Und dem Typen ein bisschen auf die Kekse gegangen. Das gefällt mir noch ganz gut. Guck mal. Yep. Ein Abräumer. So, um die Kurve. Mit viel Geschick. Ah, Mist, wollte ich gerade einfach von hinten ausbremsen. Wie wär's denn mit dem? Komm schon, den kann ich mal ein bisschen. Die fahren nicht dicht genug aneinander. Wir brauchen nur noch einen Doppelabräumer. Und dann hätten wir es auch schon geschafft. Oh ja, und die Schocks natürlich. Da habe ich das Nitro nicht aufgenommen. Gut gemacht. Nein, ich habe den Schock nicht aufgenommen. Ich habe den Rückspiegel gucken müssen. Das war nicht übel, oder? Was sagst du? So, ja, in der nächsten Runde können wir den Schock machen und dann war's das. Rauffahren, abräumen, abräumen. Dann schleichen wir jetzt mal noch ein bisschen nach vorne hier. Also dafür ist der Wagen echt grandios. Au. Da werden die Leute mal wieder übermütig hier. Ach, guck mal. Schön, oder? Ja, soll er machen. Zack, neutralisiert. Oh ja, gut ausgewichen. Oh ja, 10 Schocken, 10 Autos mit Schocken. Schocken, 10 Autos. Einfach nur. Haben wir geschafft. So, ach hier. Ich habe gar nicht gesehen, dass wir auch einen Fan-Rekord haben. Links unter der Position. Na, du siehst ja selbst. Habe ich das ganz vergessen. Oder hab's noch gar nicht gesehen, so rum wohl eher. Ich hab's noch gar nicht gesehen, dass es was hier gibt. Wie einen Fan-Rekord. Komm, wir schocken noch mal ein bisschen. Einfach nur aus Spaß. Doch mitgenommen, schade. Na, mein Freund da vorne, du musst jetzt bestimmt die Mine auf und ja, das war ja klar. Oh, was für eine grandiose Abkürzung ich hier genommen habe. Das hat sich total gelohnt. So, und für die Ehre versuche ich jetzt noch mal den ersten zu machen. Der da vorne hat gerade eben ein Schild aufgesammelt und wir holen uns mal hier den Nitro. Und mit dem Nitro müssen wir eigentlich noch einen zweiten Nitro bekommen. Genau, wegen den Fans. Alles für die Fans.
Du bist zu langsam, mein Freund, auch wenn du ein Schild angewählt hast. Wenn du direkt mir am Arsch klemmst, dann hast du einfach einen Zappen. Jetzt kommen gleich wieder Schocks. Schocks. Schocks und auch Schocks. Ja. Ja. Spam, 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 spam. Wonderful spam. Lovely spam. Naja, wenn du nicht weißt, woher das Wort Spam kommt, dann google es doch mal, denn es kommt eigentlich von einem Sketch von Monty Python. Also das Wort für massenhafte Werbung, Spam, kommt von einem Witz. So. Dann springe ich mal noch hier. Und weil es noch zu einfach ist, machen wir noch ein paar Schocks für uns in die Kurve. Naja, naja. Cool, damit hätten wir es auch geschafft. Freue ich mich trotzdem mal ein bisschen. Da haben wir uns scheinbar gerammt. Cool, guck mal einer an. Und jetzt erzählt uns die Alte schon wieder gleich, dass wir gegen Natalia kämpfen dürfen. Ja, komm. Kapling. Natalia ist die Power-Up-Queen und sie wird dir alles entgegenwerfen. Spiel mit dem Feuer und sieh, was passiert. Ja, okay, das erste Mal zerstören. Wie wär's mit dem anderen Mod? Ich probiere mal den Flippersturz. Ich weiß nicht, wie viele Stöße hier auf der Strecke rumliegen. Ich hätte gerne auch eine andere Farbe. Wie wär's denn mit einem... Ja, komm, ist doch gar nicht so schlecht. Damit wir mal ein bisschen Varietät hier reinbekommen, ist Stil und Leistung ergeben den Fu Stallion einen tollen Overrunter. Ergeben? Ach, ich bin auch... Dann hat der Satz plötzlich keinen Sinn mehr für mich gemacht, da war ich verwirrt. Ah, ja, ja, ja. Na dann, zeig mal, ob du die Power-Up-Queen bist. Das werden wir gleich mal sehen. Ah, da hat man so kurz sehen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du die Power-Up-Queen bist, meine Liebe. Tja, ich finde hier hinten rechts das schwarze Zeug ein bisschen seltsam. Das sieht ein bisschen behindert aus, finde ich. Keine Ahnung, was das eigentlich darstellt. Ja doch, ich weiß es. Ja, okay, das ist ein Spoiler. Ah, ich verstehe. Guck mal für dich, Natalia. Ja, ja, hätte ich so gedacht, aber nee. Oh, ich habe erst gedacht hier. Haha. Die macht das für uns weg. So, wir brauchen hier mal noch das da und auch das da. Und bitte auch das da. Guck mal, was ich für dich hab. Uiuiui. Ah, ja. Da hast du gleich mein Schild aktiviert. Mach das nur. Von Rabangriff, aha. Hätte doch ein Schild. Aua. Kann doch nicht wahr sein. Na komm her. Na komm her. Komm her. Scheiße, jetzt habe ich nur drei davon getroffen. Ich meine Fäkalien. Der hat voll getroffen. Ich weiß nicht, was Schikanieren bedeutet. Hast du dich nicht extra geheilt, oder? Die elenden Miese. Hätten wir sie doch fast gehabt. Ich immer den Blitz. Aua, aua, aua. Aua. Und wenn wir mit allen drei Blitzen treffen, ist das ganz schön viel Schaden. Dann bekommen wir nochmal einen extra, gibt's nochmal extra Schaden. Für den Volltreffer. Guck mal. Nein, das wollte ich nicht. Mist. Genau, fahr mal rein. Zwei. Komm schon, der dritte noch. Jawohl. Mit extra Schaden. Hat immer noch ziemlich viel und wir haben hier nicht genug Power im Anschlag. Ja, jetzt nehme ich halt doch mal den Stoß. Aua, das war ja klar. Hey! Abräumer. Ich hab schon fahr. Blitz. Komm schon zielen. Mist. Ja, es wird ein bisschen gefährlich, aber geht.
Aua. Guck mal, ich will dich haben, lieber Natalia. Und jetzt habe ich den nochmal. Jawohl! Nice. Cool. Oh, guck mal, den Endscreen an hier. Schön in der Luft. Bling, 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 bling. Cool. So, ja, mit Fans hat man es da nicht so, ne? Dann nehme ich auch mal einen anderen Mod. Ach ja, genau. Wir bekommen natürlich Natalias Auto. Glückwunsch. Agropur ist überstanden und du bekommst deinen Preis. Natalias Karre mit Mods. Nutz sie so aggressiv wie sie. Mhm. Was hat denn die für einen Mod? Ja, das machen wir natürlich nochmal, das wisst ihr ja. Ja, nicht ihren, sondern das hier. Und was macht das? Du erhältst eine zusätzliche Schockwelle beim Einsatz eines Schock-Power-Ups. Ja. Ich habe natürlich den Titanenschild. Weil wir dadurch im Rennen natürlich ein bisschen den Vorteil haben, ganz klar. Aber so mal Stil und Leistung ergeben den Fußstellen einen tollen Allrounder. Ne? Und wenn ich es mal richtig vorlesen habe, ich kann natürlich auch hier, wow, guck mal, wow, lese ich dir alles durch. Du kannst jetzt auf Pause drücken, wenn du möchtest, und das alles durchlesen. Gut, meine Liebe, dann zeig mal, was du drauf hast. Wahrscheinlich eh nur Zahlenbelag. Bin ich echt mal gespannt, wie wir die im Rennen schlagen können. Naja, die ist aber schon ganz schön weit weg. Oh nein, da rechts war ein Nitro, das hätten wir gebraucht. Hm, hat sich so voll ausgeschert hier. Vergiss es, meine Liebe, vergiss es mal ganz fein. Was hast du dir so gedacht? Ich weiß, aber nee. Nee. Eigentlich bräuchte ich auch noch ein anderes Power-Up, damit ich Stöße neutralisieren kann. Der Blitz macht sich da nicht so gut. Oh, aber ein Schild macht sich sehr gut. Nein, jetzt habe ich natürlich nicht das Nitro mit, aber wir sind so weit vorne. Au, 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 au. Komm, das Nitro, das Nitro. Ja, das Nitro. Mal schnell hier 180. Und ein weiterer Schild. Kann ich hier gemütlich durchfahren. Die kriegt uns niemals. Aua, aua, nein, nein, ich muss da hier drauf. Schaffe ich eigentlich mehr als 160 auf der Geraden? Bisschen mehr, aber auch nicht viel, ne? Na dann, bleiben wir mal schön auf dem Bleifuß. Guck mal. Dann nehme ich auch gerne mal die Wand mit, weil ich dann hier mit 190 entlang schießen kann. Wow. Ich auch mal irgendwo hin. Ist ja egal. Boah, guck mal, wie weit die weg ist. Ist sie so eine schlechte Fahrerin oder was? Hatten wir nur gegen Kahn so viele Probleme? Ich meine, gegen Shannon auch, aber da mussten wir uns noch an das Auto gewöhnen, oder ans Fahren allgemein, an das Spiel und so weiter und so fort. Und wir hatten keine Mods. Und ihr könnt mir jetzt nicht erzählen, dass nur das eine Mal mit Schildrahmen das alles ausgemacht hätte. Also, ihr könnt mir jetzt nicht erzählen, dass hier der, das nur an dem Mod liegt. Tja. Ne? Auf dem Radar ist er auf jeden Fall nicht mehr. Schlechteste Fahrerin ever. Das ist nämlich einfach nur ein Schild, weil wir so viele Schilde haben. Das Nitro behalte ich mal. Schild, Schild, Schild. Dafür, dass ihr einen Schock-Mod hat, ne? Sehe ich davon nicht sehr viel. Guck mal, ich kann hier dauerhaft schilden, wenn ich das möchte. Die kann uns nie wieder mit irgendwas treffen. Ah, schon ein bisschen lustig. Naja, es war nur ein Reparaturpart, das möchte ich gar nicht haben. Und schau mal, 530 Fan, da hätten wir doch das Fanbot nehmen können. Na komm, wir sind mal so nett. Lalalala. Und das macht ihr so. Na gut. Das hat ja ewig noch gebraucht, oder? Das kann ja nicht wahr sein, dass das hier als Boss durchgeht. Aber ich will mich mal lieber
Nicht zu früh, Freunde, denn ich habe immer noch Angst vor den Zwillingen. Begründete Angst, ne? Ich weiß genau, warum ich da Angst vor habe. Tja, Natalia, ne? Ich brauche wohl nichts. Midas, den hatten wir schon vor Ewigkeiten freigeschaltet. 215, 280. Na gut, komm mal her, Midas. Der König Midas trifft insgesamt 1500 Meter, zerstöre 4 Power-Ups, zünde 4 perfekte Dreifach-Nitros. 4 perfekte Dreifach-Nitros, was ist denn hier los? 25 Lichter, okay, wir haben hier auf jeden Fall wieder Kontrollpunkte und normale Rennen. Klasse C, dann brauche ich irgendwas anderes, wie wär's denn mit was normal? Ach ja, der Supra. 2,5, 3, 2,5. 2, 3, 2,5. Der macht sich immer noch am besten. Durch das ausgewogene Verhältnis zwischen Grip und anderem Zeug. Ne? Zwischen Grip und Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit, meine ich. Macht er sich einfach für Kontrollpunkte am besten, weil hier brauchen wir relativ, ja, gute Kontrolle. Aber vielleicht hätte ich doch einnehmen sollen mit noch mehr Grip, wenn ich mir die Kurve so angucke in der Karte. Schauen wir mal. Bam! Bam! Boom! Los geht's! Die Strecke kennen wir doch irgendwoher. Die ist ja gar nicht so hässlich, wie ich dachte. Die ist ja relativ smooth. Na dann. Hier hätten wir auch schon mal die Zerstörung gehabt. Ah ja, ich sehe, hier muss man ziemlich genau fahren. Wenn wir es hier ein bisschen vermasseln und hier Kurve nicht ausreichend mitnehmen. Aua. Das war jetzt nicht so geschickt. Da habe ich die innere Uhr nicht gesehen und dachte, ich fahre lieber außen mehr. Ja, wenn wir hier die Uhr nicht mitnehmen, dann aua, hier. Dann schaffen wir das einfach nicht. Alter, gibt's hier viele. Das sind echt Unmengen an Uhren. Aber ihr könnt euch ja vorstellen, was passiert, wenn wir die nicht mitnehmen. Oder wenn wir da mal so eine Riege auslassen. Möp. Nein! Jetzt hat es mich aus... war ich so schnell. Mist, die Kacke hier. Von den ganzen Runden finde ich ein bisschen lustig. Bling, 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 bling. Das wird hier langsam knapp in der Zeit, das kann ja gar nicht wahr sein. Gefällt mir aber gar nicht. Ich will nicht, dass es knapp wird. Knapp ist unangenehm. Nein, jetzt habe ich auch noch die... Jetzt komme ich auch noch ins Driften und komme nicht wieder weg. Alter. Ich versuche mich hier voll zu konzentrieren, damit wir das noch hinbekommen. Auch lang. Nein, 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 nicht nach außen. Genau. Nicht nach außen fallen. Nein, jetzt habe ich schon wieder ganz viele Uhren nicht mitgenommen. Das fehlen uns gleich mal 6 Sekunden oder so. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Fahr hin, fahr hin, fahr hin, fahr hin, fahr hin. Bonk sie wenigstens noch. Nächstes etwas. Nice. Cool. Zack. Zack. So. Da haben wir das schon mal. Da haben wir schon mal ein paar Lichter gesammelt. Ja, das kriegen wir. Mit den Lichtern kriegen wir locker hin. Na gut, das war's mit Blur für heute. Das nächste Mal gibt's wieder mehr Rennen und mehr Kontrollpunkte, wahrscheinlich auch mit schnelleren Karren. Und dann wird es Zeit für den guten Talon. Das ist der Typ, der hier Midas Touch macht. Und wie das so weiterläuft, ne, wisst ihr ja. Seht ihr beim nächsten Mal. Und wenn du, gell, also wenn du das ganze Let's Play bis hierhin schon geguckt hast, wie wär's dann mal mit einem Like, mit einem Kommentar, mit einem Abo? Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, ciao.
Working.